Hallo und herzlich willkommen bei TechPros. Nach 3, 4 Monaten mal wieder ein Video auf YouTube hochzuladen, ist ein ziemlich komisches Gefühl, muss ich ehrlich zugestehen. Wo war ich so lange? Was habe ich gemacht? Warum sind keine Videos gekommen? Das alles erfahrt ihr nach dem Intro. Bleibt dran! Ja, erstmal vorneweg die wichtigste Frage: Wo war ich? Warum sind keine Videos gekommen? Diese 3, 4 Monate lang. Ich muss mich entschuldigen bei euch. Ich hatte einfach irgendwie keine Lust, ein Video zu drehen, weil es kam nichts Spannendes raus in dieser Zeitspanne. Das ist genau die Zeitspanne im Jahr, wo so geht, so Spiele rauskommen, wenn ihr versteht, was ich meine. Also nichts, was so, boah, das muss ich unbedingt haben. Solche Spiele sind nicht erschienen. Die kommen immer so am Ende des Jahres. Und das wisst ihr ja selber, zum Beispiel FIFA 17 oder jetzt kommt zum Beispiel Battlefield 1 raus oder halt immer nach der Gamescom die Spiele. Und jetzt war ja erst die Gamescom und die war toll. Ich konnte wieder leider nicht dort sein. Ich habe mir die Videos aber auf YouTube angeschaut. Und ich muss sagen, da gab es wirklich ziemlich coole Sachen und weniger coole Sachen auch. Ja, es gab auch in der Zwischenzeit nur so ein paar wichtige News, zum Beispiel die neue PlayStation. Also, was heißt neu? Das ist einfach eine PlayStation, die upgedatet ist, bessere Grafikkarte, ein bisschen besserer Chip drin und so. Aber für mich ist das keine neue Konsole. Also, es ist einfach so ein kurzes Zwischenupdate, wo ich mir gedacht habe, ist das nötig? Ich weiß nicht. Also, vor allem diese Virtual Reality Brille, die geht auch mit der jetzigen PS4. Also, braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Nur wahrscheinlich wird sie mit der anderen dann ein bisschen flüssiger laufen oder ich weiß nicht, aber das werden wir alles noch sehen. Und ja, auf jeden Fall bin ich jetzt wieder aktiv auf YouTube zurück, das ist das Wichtigste. Und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Wenn ihr mit dabei seid, lasst es mich mit einem Daumen nach oben wissen, das wäre wirklich super. Und ich möchte mich nochmal bei jedem von euch entschuldigen. Mittlerweile sind wir über 3.300 Abonnenten, das ist eine unvorstellbare Zahl für mich. Und ich hoffe, diese Zahl wird noch immer wachsen, ihr werdet wachsen, die Community wird größer und ich sehe es auch unter den Kommentaren, wie ihr euch untereinander hilft und das gefällt mir, das macht mich ziemlich stolz und das ist, wodurch mein Kanal lebt, durch euch. Wenn es euch nicht gäbe, dann gäbe es mich auch nicht, dann würde ich auch keine Videos machen und deswegen finde ich es toll, wie ihr untereinander schreibt und falls ihr Fragen habt, Anregungen, schreibt es mir, Videowünsche, schreibt es mir in die Kommentare, ich werde euch antworten, ich bin wieder da. Und es wird nicht mehr so eine Zeitspanne geben, wo ich nicht mehr online bin, falls mir nichts passiert natürlich. Und dann würde ich sagen, jetzt geht's wieder los. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Wenn ihr mit dabei seid, schreibt es mir in die Kommentare. Lasst es mich mit einem Daumen nach oben wissen, wäre wirklich super. Und ja, dann würde ich sagen, warten wir, bis das erste Spiel rauskommt, zum Beispiel FIFA 17, das jetzt demnächst rauskommen wird. Und davor wird es auch schon News geben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, bleibt dran, hau rein und ciao.